Hallo Freunde, auf der Erde verbergen sich unzählige und unglaubliche Schätze auf dem Meeresboden. Eines der bekanntesten Schiffwracks ist wohl das der Endeavour, ein Schiff von James Cook. Es ist das Segelschiff, mit dem James Cook Ende des 18. Jahrhunderts die Welt umfuhr. Trotz der Tatsache, dass viele andere Menschen den Globus vor James Cook umrundet hatten, teilweise sogar mehrfach, zählt James Cooks Reise bis heute als Erfolg. Doch warum ist das so? Sein Ziel mit seiner Reise war, dass er einen Südkontinent entdecken wollte. Wenn es ihn gab, diesen Südkontinenten, musste er unbedingt unter die Oberhoheit der englischen Krone. Allein schon, weil sich sonst Spanien oder Frankreich seiner bemächtigen würden. Doch wenn es ihn nicht gab, brauchte man trotzdem Gewissheit und bessere Vorstellungen davon, was es mit jener von Tasman entdeckten Küste auf sich hat. Die Wissenschaft sollte ebenfalls von Cooks Reise profitieren, da man von Tahiti den Transit der Venus vor der Sonne beobachten wollte. Das klappte allerdings nicht wirklich. Ein neuer Südkontinent wurde ebenfalls nicht entdeckt. Tatsächlich führte allein Cooks Leidenschaft für das Vermessen von Küstenlinien dazu, dass seine erste Südseereise ein Erfolg wurde. Auch wenn die Venusbeobachtungen in Tahiti weitgehend unbrauchbar waren und ein Südkontinent nicht entdeckt wurde, verfügte England fortan als einzige Macht über genaue Karten von Neuseeland und der Ostküste Australiens. Viele Forscher und Wissenschaftler suchen nun nach der Endeavour von James Cook. Ein australisches Forscherteam ist sich nun sicher. Vor der US-Küste liegt das berühmte Segelschiff auf dem Meeresboden. Bereits 2018 hatte das Forscherteam mitgeteilt, möglicherweise das Wrack vor Rhode Island geortet zu haben. Der britische Guardian schrieb damals, dass dies ein sehr wichtiger Augenblick für die Geschichte Australiens sei. Jetzt sind sich die Forscher sicher, es muss das berühmte Schiff sein. US-Forschungspartner sind da eher skeptisch. Seit 1999 untersuchen Forscher ein 2 Quadratmeilen großes Gebiet, in dem sie den Untergang der Endeavour vermuten. Es wurden auch mehrere Schiffe gefunden. Aufgrund von archäologischen Beweisen seien sie nun überzeugt davon, dass es sich bei dem Wrack um das Schiff von Cook handle. Die Details an dem Wrack, also die Form der Überreste, die mit den Originalplänen übereinstimmen, stützen diese Aussage. Es seien nach 2 Jahrhunderten auf dem Meeresboden nur noch etwa 15% des Wracks intakt. Dennoch gäbe es wichtige Schlüsselmerkmale. Holzproben deuten darauf hin, dass das Schiff in Europa und nicht in Amerika gebaut wurde. Auch die Konstruktion des Kiels und die Platzierung der Maste weisen darauf hin. Andere wichtige Beweise deuten darauf hin, dass das Schiff am Ende versenkt worden ist. Es gibt trotzdem Diskussionen, ob es wirklich die Endeavour ist. Die US-Forschungspartner vom Rhode Island Projekt für Meeresarchäologie bezeichneten die Zuordnung des Wracks als verfrüht. Dass die Australier nun die Endeavour-Entdeckung verkünden, halten sie für einen Vertragsbruch. Diese Schlussfolgerung müsse erst durch einen wissenschaftlichen Prozess und nicht durch australische Gefühle erfolgen, zitiert Guardian RIMAP. Glaubst du, dass das Schiff gefunden wurde, oder bist du eher auf der Seite der Skeptiker? Schreibe es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.